Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von HWK TV. Montag, der 3. September, für Sie wahrscheinlich ein ganz normaler Arbeitstag. Aber für viele Jugendliche war das ein ganz besonderer Tag, denn da startete offiziell das Ausbildungsjahr 2007. Und das bedeutet gleichzeitig auch Start der ÜLU. ÜLU, das ist die überbetriebliche Lehrunterweisung. Und was das genau bedeutet und welche Ziele sich die Jugendlichen jetzt schon gesteckt haben, das zeigen wir Ihnen jetzt. Neben der fachlichen Ausbildung im Ausbildungsunternehmen zählt die überbetriebliche Unterweisung in den Ausbildungswerkstätten der Handwerkskammer Koblenz zu den tragenden Säulen einer Rundumausbildung der Jugendlichen. Für rund 250 Lehrlinge der Bau- und Ausbauberufe fiel der Startschuss zu diesem Teil ihrer Ausbildung am Montag. Jetzt wird gemauert, gezimmert, Fliesen an die Wand gebracht und das in den neuen Klassenverbänden. Wie die ersten Tage verliefen? Die ersten Tage waren eigentlich ganz lustig, mal auch am Anfang schon eigentlich direkt auch nette Leute hier kennengelernt und getroffen, neue Leute. Die Ausbilder sind eigentlich waren auch alle nett zu uns, haben uns dann erstmal hier alles gezeigt, mal rundgeführt, wo die einzelnen Hallen sind, Cafeteria, solche Sachen hat man erstmal gezeigt bekommen. Also war schon ganz lustig die ersten Tage. Keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht? Von wegen. Mancher der Jugendliche hat ganz klare Zukunftspläne. Ja, ich will auf jeden Fall erstmal hier die Gesellenprüfung schaffen und danach wollte ich auch einen Meister machen eigentlich. Auch für die jüngsten Mauer- und Betonbauer ist der Arbeitsplatz nun in die Hallen der Handwerkskammer umgezogen. Unter den zahlreichen Jugendlichen ist mit Kim Mannebach aus Langenfeld in der Eifel auch eine junge Maurerin, die nicht nur irgendwie ihre Lehre durchziehen möchte, sondern... Erst will ich hier mal Rheinland-Beste werden oder so. Und dann, also ich habe eigentlich schon... hohe Ziele mir gesetzt, aber ob mir die erreicht. Klare Pläne für die Zukunft hat auch Raphael Bauer aus Liebshausen, der weit über den Tellerrand hinausschaut. Ja, ich würde dann gerne zum Bund gehen und da als Maurer mich bewerben und dann vielleicht ins Ausland. Da helfen, irgendwas aufzubauen oder so. Was all diese Lehrlinge gemeinsam haben, ist, dass sie sich bereits erfolgreich beworben haben. Wenn Sie jetzt noch eine Frage zur Bewerbung haben oder wie bewerbe ich mich eigentlich richtig, dazu bietet die Handwerkskammer Koblenz einen Aktionstag an. Und dieser findet am 8. September von 8 bis 13 Uhr im Citybüro der Handwerkskammer Koblenz statt. Und dann dreht sich alles rund um das Thema Ausbildung und Praktikumsplätze. Wenn Sie dann auch mal im Internet sein sollten, schauen Sie doch bei der HWK Koblenz vorbei unter hwk-koblenz.de. Da finden Sie nicht nur die Lehrstellenbörse, sondern auch viele weitere Informationen rund um das Thema Ausbildung. Und jetzt schauen wir den Lehrlingen noch ein bisschen über die Schulter. Um den Werkstoff Holz dreht sich die Arbeit der Zimmerleute. Auch hier wird bereits nach wenigen Tagen in der Ausbildung kräftig angepackt, viel Neues vermittelt. Ich bin schon seit 6 Wochen im Betrieb und jetzt bin ich hier und habe schon genug gelernt, Praktikums gemacht und nebenbei noch gearbeitet statt Schule und ich habe schon genug gelernt. Ich habe schon eine Schreinausbildung, von daher kann ich schon ein bisschen mehr. Dabei bietet der Beruf nicht nur handfeste Argumente, sondern auch Perspektiven über die reine Tätigkeit hinaus. Heute Lehrling, morgen Meister. Das sind Perspektiven, die verlockend sind. Geselle erstmal zu werden, dann vielleicht Meister zu machen und selbstständig zu werden. Um anderen Jugendlichen meinen Beruf beizubringen, den ich erlerne. Diese insgesamt 250 Lehrlinge haben mit ihrem Ausbildungsstart den Grundstein für eine berufliche Zukunft gelegt. Geben wir ihnen noch ein paar Tage Zeit und dann besuchen wir die Meister von morgen. Einer, der schon längst Meister ist und seit Jahrzehnten erfolgreich ausbildet, ist der Handwerkskammerpräsident Karl-Heinz Scherhag. Und im Anschluss an diese Sendung hat mein Kollege Björn Barz diesen mal interviewt. Und ich kann Ihnen schon mal verraten, er hat gute Nachrichten für Sie. Damit sind wir schon am Ende von HWK TV angelangt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Ihre Katharina Buchsieb. Liebe Zuschauer, schon seit geraumer Zeit beschäftigt uns die Frage nach der Ausbildungs- und Lehrstellensituation in unserer Region und umso erfreulicher ist es da, wenn es gute Zahlen zu vermelden gibt. Diese kommen heute von der Handwerkskammer Koblenz. Herr Präsident Scherhag, die Zahlen im Handwerk sind außerordentlich. Wie haben Sie sich denn entwickelt? Ja, sie sind in diesem Jahr natürlich fantastisch. Die Arbeit, die wir uns gemacht haben, aber auch die wirtschaftliche Situation im Handwerk zeigt, dass eben die Leute wieder einstellen. Dass wieder ausgebildet wird, mehr als denn je. Unsere Zahlen, ich will es vorweg sagen, wir haben 16,1% per 31.8. fest unterschriebene Lehrverträge in der Steigerung
zum letzten Jahr. Ich denke, das ist schon eine tolle Sache. Ist denn diese Steigerung allein auf den konjunkturellen Aufschwung zurückzuführen oder gibt es da mehr Faktoren, die damit reinspielen? Ja, es gibt also schon mehr Faktoren. Einmal ist natürlich die Konjunktur besonders entscheidend, ob Leute eingestellt werden. Auf der anderen Seite die Diskussion um Fachkräftemangel spielt eine Rolle. Jeder denkt, du musst jetzt ausbilden, damit du später auch Fachkräfte hast in deinem eigenen Betrieb. Das alles kommt damit zusammen. Und die Aktivitäten, die Handwerkskammer mit ihren Beratern, die aber auch außerhalb der Kammern für Lehrstellen gemacht wurden, die zeigen heute positive Wirkung. Der Fachkräftemangel, Sie haben es gerade angesprochen, eigentlich, so behauptet man vielfach, ein Problem der Industrie- und Ingenieursberufe, aber auch im Handwerk ist es nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es diese Mangelerscheinungen gibt. Wie gedenkt man denn da seitens der Kammer auch gegenzusteuern? Nein, wir steuern ja schon seit Jahren gegen. Wir versuchen ja, die Meisterprüfung weiter zu forcieren, was ja auch in unserem Kammerbezirk uns gelungen ist. Wir versuchen auf der anderen Seite den Betrieben klarzumachen, dass irgendwann die demografische Entwicklung so ist, dass es keine Lehrlinge mehr gibt oder weniger Lehrlinge gibt und mehr Lehrstellen. Und das alles wirkt sich natürlich jetzt positiv aus, weil man sagt, man will doch auf den Zug aufspringen. Und man sieht ja in seinem eigenen Betrieb, dass wenn man mehr Arbeit hat, mehr Aufträge hat, dass man halt auch mehr Personal braucht. Eine Frage noch zum Schluss. 16%, über 16% ist natürlich eine stolze Zahl. Aber noch ist nicht alles ausgereizt. Das heißt, es gibt noch offene Stellen. Kann man sich denn jetzt auch noch bewerben? Weil eigentlich ist ja der Beginn der Lehrzeit abgelaufen. Also wir haben noch über 100 freie Stellen. Man kann sich also bewerben. Wir werden auch noch mal Ende des Monats einen sogenannten Lehrstellentag machen, eine Vermittlung an der Börse. Also wir versuchen natürlich jeden unterzubringen. Wir versuchen auch die unterzubringen, die mal in einer sogenannten Zwangsrunde waren, vom letzten Jahr oder vom Jahr davor. Also wir denken, dass wir für jeden, der ausbildungsfähig und ausbildungswillig ist, in Zukunft eine Stelle anbieten können. Und ich hoffe nur, dass sich genügend Bewerber dafür finden. Also wer jetzt noch keine Lehrstelle bzw. Ausbildungsstelle hat, es gibt noch die Möglichkeiten, am besten einfach informieren, warum nicht auch bei der Handwerkskammer Koblenz unter www.hwk-koblenz.de.